So machen. Muss er auch wieder Aluminium. Unglaublich. Jetzt an die Latte und der FC Rottenburg zieht ins Finale ein. Ja. Toll. Wow. Was für ein Ding. Dieser freut sich. Geil. So, herzlich willkommen. Nach dem Pokal ist vor der Liga oder wie wir sagen, Vorentscheidung. Wochenende steht an. Wir sind wieder für euch am Start. Ich bin Matthias, neben mir mein wunderbarer Kollege Stefan. Vorentscheidung, Stefan, wir haben einige gute Spiele wieder an Bord. Das ist richtig, ja. Worauf können die Leute gespannt sein? Ja, wir haben verschiedene Sachen dabei. Einmal von der Alp, einmal aus der Bezirksliga und dieses Mal haben wir auch Topspiele etwas höherklassig dabei. So sieht's aus. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die B-Ligen. Und da gibt's ein paar Leckerbissen. Ja? In der B1 im nördlichen Schwarzwald trifft die SG Feldorf Bierlingen 2 auf den SV Güntringen 2. Sonntag 13 Uhr ist der Anstoß. Und das ist in dem Sinne brisant, weil da spielt der Erste gegen den Zweiten. SG Feldorf Bierlingen 2 hat 32 Punkte, 3 Punkte Rückstand auf den ersten Platz. Und das belegt der SV natürlich. Die haben 35 Punkte. Allerdings hat die SG, das kommt noch dazu, ein Spiel mehr. Und ein Torverhältnis von 45 zu 17. Das ist tatsächlich etwas schlechter als das vom SV. Die haben 56 zu 20. Ja, die aktuelle Form ist aber ähnlich. Beide 3 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden in den letzten 5 Spielen. Also es wird sich zeigen, wer da den besseren Tag hat. Beziehungsweise wenn die SG Feldorf Bierlingen gewinnen sollte, wären sie wieder ganz nah dran oben am SV. Und wenn der SV gewinnt mit einem Spiel weniger, glaube ich, sind sie schon ordentlich am Vorbeiziehen oder am Wegziehen. Das wird dann sehr, sehr schwierig, das aufzuholen. Kurz noch für die Statistikliebhaber. Noch nie hat die SG gewinnen können gegen den SV in bislang 4 Partien. 3 Niederlagen gab es und ein Unentschieden. Das zur B1 im nördlichen Schwarzwald. Kommen wir ganz schnell noch zur B2. Da spielt die SG Busenweiler Römlinsdorf gegen den SV Eutingen Sonntag 15 Uhr, also direkt danach, eigentlich im Anschluss. Wer sich da im nördlichen Schwarzwald auskennt und da sowieso unterwegs ist, kann vielleicht direkt vom einen Spiel zum nächsten. Die SG belegt den zweiten Platz, hat 44 Punkte und 8 Punkte Rückstand auf den ersten Platz, was schon ein ordentliches Brett ist. Die aktuelle Form, nur Siege in den letzten 5 Spielen, spricht für sie. Die haben einen Lauf, kann man tatsächlich sagen. Und der SV Eutingen will da was dagegen setzen. Die belegen den dritten Platz. Ein Platz dahinter haben 39 Punkte. Das sind 5 Punkte, die die beiden Mannschaften trennen. Auch sie in einer sehr, sehr guten Form. 4 Siege und einen Unentschieden in den letzten 5 Spielen. Also auch ungeschlagen. Da kommt es wahrscheinlich dann auch wieder auf die Tagesform an bei beiden Spielen. Deswegen habe ich die ausgewählt, weil ich glaube, da könnte es tatsächlich um was gehen. Da geht es um den ersten bzw. um den zweiten Platz. Entweder der direkte Aufstieg oder die Relegation. Könnte also die erste, passend zu unserem Format, Vorentscheidung sein. Auch hier Statistik. Noch nie konnte der SV Eutingen gegen die SG gewinnen. Zumindest seit Oktober 2019 nicht mehr. Okay. Es sind insgesamt 5 Spiele gewesen, 2 Unentschieden und 3 Siege für die SG. Genau, so viel zu den B-Ligen. Ich glaube, da geht es tatsächlich ab am Wochenende. Was hast du aus den A-Ligen? Das in den B-Ligen klingt schon mal richtig gut. Und auch ich habe aus den A-Ligen uns ein bisschen was rausgezogen. Wir beginnen mit der A1, A-Liga Münzing auch gerne genannt. Dort trifft der TSV Holzing auf den SV Bremelau. Und für beide Mannschaften ist es eine sehr wichtige Partie. Dabei stehen sie an komplett unterschiedlichen Punkten. Holzing auf dem Relegationsplatz auf Platz 13 mit 24 Punkten. 3 Punkte hinter der SGM Haiing, Zwiefalten, Frohnstetten. Das muss reichen. Und nur 5 Punkte hinter Auing. Also da ist es eng beieinander. Für Holzefing ist es eine Vorentscheidung. Sie müssen da punkten. Der SV Bremelau hingegen ist Tabellendritter und spielt noch um den Aufstieg mit. Da sieht es nämlich wie folgt aus. TSG Opfing ist aktuell Erster mit 58 Punkten. Knapp vorm FC Römerstein 56 Punkte. Und dann kommt schon Bremelau. Und Bremelau hat ein Spiel weniger. Das heißt für Bremelau glasklar, dass sie da eigentlich nochmal den ganz großen Schritt nach vorne machen können. Bremelau bringt auch den besten Torjäger der Liga mit Sven Entler. Der junge Mann hat stolze 31 Buden bereits erzielt. Wie du siehst, Matze, entweder geht es für den einen hoch oder runter. Für beide ist es auf jeden Fall eine elementar wichtige Partie. So viel zur A-Liga Münzing. Gehen wir weiter in die A3. Die SGM Kibbingbühl, Tabellenfünfter mit 36 Punkten, treffen hier auf die Mannschaft von Kai Belzer SV Wendelsheim. Die sind gerade Zehnter mit 30 Punkten. Und diese Partie möchte ich euch eigentlich nur erwähnen, weil ich glaube, das hat hier vor allem ein bisschen Prestige, eine gewisse Rivalität. Für Kibbingbühl ist von oben zu weit weg, von unten ebenfalls. Ich glaube, das ist dann aus deren Sicht hauptsächlich Prestige. Wendelsheim hingegen spielt eine schwache Rückrunde, tut sich da etwas schwer,
hat jetzt zwar zwei Siege eingefahren. Nee, Quatsch, ein Sieg, eine Niederlage, Unentschieden, Sieg, Unentschieden. Also komplett gemischt im Großen und Ganzen, aber hinter den eigenen Erwartungen, wie ich auch von den Wendelsheimern weiß und mir habe hören und sagen lassen. Daher mein Tipp, klassisches Spiel hier aus der Ecke. Bei Interesse gerne zum... Ist das schon ein Derby? Ist das ein Derby, Kipping Bühl, Wendelsheim? Also... Schwierig, schwierig. In der A-Liga finde ich schwierig, ein Derby auszumachen, weil alles irgendwie sehr nah beieinander ist. Das ist richtig, genau. Und dann gehen wir weiter in die A2 nach Reutling. Und da muss ich sagen, als alter Reutlinger ist das ein Topspiel. Der Tabellenzweite Sondelfingen, 57 Punkte, trifft auf den TSV Seckenhausen, 47 Punkte, Tabellenvierter. Und man weiß auch, es sind zwei Mannschaften, gerade aus der Ecke, wo schon eine Grundrivalität herrscht. Allein schon wegen den Dorffesten. Der TSV Sondelfingen, eine Mannschaft, die schon lange von dem Bezirksliga-Aufstieg, ja, man kann mittlerweile sagen, träumt. Weil es sind seit Jahren eine gute A-Liga-Mannschaft, aber es hat einfach, es reicht jedes Jahr nicht. Es reicht Jahr für Jahr nicht für den ganz großen Wurf. Diesmal sind sie wirklich nah dran. Anadolu einzuholen wird wahrscheinlich schwierig, aber Platz 2, die Relegation zu festigen, ist ein sehr realisierbares Ziel. Der TSV Seckenhausen hat ein Spiel weniger, 47 Punkte, wenn sie Sondelfingen schlagen und das Spiel weniger einholen. Dann sind die auch wieder nah dran. Also für Seckenhausen sogar wahrscheinlich schon eher eine Vorentscheidung, weil wenn sie das verlieren, dann brauchen sie von der Relegation die Saison wahrscheinlich nicht mehr zu träumen. Der TSV Sondelfingen hat auch einen der besten Torjäger der Liga in Form von Sven Fritz, im Freundesbekannteskreis auch Chabalala genannt. Grüße an den TSV, die wissen Bescheid. Sondelfingen für mich trotzdem der Favorit. Ich glaube, die machen das Ding. Nichtsdestotrotz ist es eine Partie für den Reutlinger Raum. Da kann man am Sonntag auf den Sportplatz gehen. Da ist was geboten, bin ich überzeugt. Wollen wir mit der Bezirksliga weitermachen, Matze? Sehr gerne. Ich habe eigentlich nicht so viel zum nördlichen Schwarzwald zu sagen, außer vielleicht, da treffen eigentlich mehr oder weniger die Gegensätze aufeinander. Also entweder Mannschaften, bei denen es um nicht mehr viel geht, treffen auf Mannschaften von oben, aus der oberen Region. Ja. Oder sogar Mannschaften von ganz unten auf ganz oben. Stellvertretend kann man vielleicht sagen, TSF Dornhan, aktuell dritter Platz, trifft auf den SV Volmeringen, die auf dem Relegationsplatz stehen. Also für beide Mannschaften geht's noch um etwas. Das heißt, beide müssen, beide wollen, beide werden. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich kann eigentlich nur sagen, wer im nördlichen Schwarzwald sich vielleicht das nicht entgehen lassen möchte, kann ich nur empfehlen. Und ich würde einfach direkt wieder zu dir übergeben, in die Region Alb. Ja, sehr gerne. Unsere Bezirksliga Alb, da haben wir hauptsächlich, möchte ich jetzt auch keine spezielle Partie vorstellen, sondern ich möchte euch auf die Fernduelle hinweisen, die wir kommenden Sonntag erleben. Einmal Quarzer Reutling als Tabellenführer, 59 Punkte. Wahrscheinlich auf dem Papier rein von der fußballerischen Qualität das beste Duell. Die treffen auf den Tabellenvierten den TSV Ehningen, die mit 43 Punkten wirklich eine Bombensaison spielen. Ich glaube, rein fußballerisch als neutraler Betrachter sehr gute Partie. Für Kroatia geht es um die Meisterschaft. Der große Konkurrent von Kroatia, der FC Rottenburg, 58 Punkte, nur ein Punkt dahinter, empfängt den VfL Fulling. Und damit möchte ich dann auch gleichzeitig vom Fern-Titelkampf zum Fern-Abstiegskampf hinweisen. Der VfL Fulling ist 14. mit 22 Punkten. 2 Punkten hinterm Relegationsplatz, 5 Punkte hinter dem weiteren Gegner davor, dem SV Zeining. Da dazwischen kommt die SGM Dettingweiler. Die empfangen am Sonntag den SV Hirlingen, weil Dettingweiler mit 24 Punkten auf Platz 13. Für Hirlingen, für uns geht es um nichts mehr, das wissen wir. Für uns ist es aber ein Derby, aber hauptsächlich hier das Abstiegsfernduell. Dettingweiler, Zeiningen und der VfL Hirlingen 2, alle auf fremden Plätzen. Aber für die drei Mannschaften ist es extrem wichtig, am Wochenende zu punkten. Sehr gut. Und wir machen einen Riesensprung, was die Ligen angeht. Wir überspringen mal ebenso die Landesliga und die Verbandsliga. Wir kommen aber später noch auf die Landesliga zu sprechen, gar keine Sorge. Und gehen in die Oberliga. Dort kommt es nämlich zu einem absoluten Kracher. Jetzt nicht von der Tabelle her, aber zum Beispiel, wenn es um Stimmung geht, ist, glaube ich, das Topspiel am Wochenende. Und zwar trifft der SSV Reutlingen auf die Stuttgarter Kickers am Samstag um 15.30 Uhr, also perfekte Uhrzeit. Ja. Ich glaube, das Wetter soll auch optimal werden. Ja, es fängt heute schon gut an. So, also die Woche ist eigentlich sehr gut reingestartet und wird am Samstag ihren Höhepunkt, glaube ich, finden, wenn die Kickers nach Reutlingen kommen und die Szene eh mal wieder alles aufbauen und aufstellen kann, was sie so zu bieten hat. Ich glaube, da treffen zwei Fanlager aufeinander, die es in der Oberliga, glaube ich, so sonst gar nicht gibt. Die auch beide eigentlich eine besondere Geschichte mit sich bringen und auch schon positive wie negative Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt haben. Richtig, richtig. Aber ich will eigentlich gar nicht so viel über die Fans reden. Kommen wir zum Sportlichen. Der SSV belegt in dieser Saison bisher einen enttäuschenden 13. Platz. Ich glaube, so hat man sich das nicht vorgestellt. Das ist der erste Abstiegsplatz. Es gibt keine Relegation, haben wir vorhin festgestellt. Haben 35 Punkte. Das ist ein Punkt Rückstand auf dem Platz darüber. Aber auch gerade mal nur 2 Punkte nach unten Vorsprung. Also es ist...
alles möglich, sowohl nach oben als auch nach unten. Man kann irgendwie runterrutschen, man kann aber auch einen ordentlichen Satz machen bei einem Sieg. Aber man muss natürlich auch erstmal den Tabellenführer schlagen. Das aktuelle Torverhältnis, 44 Tore geschossen, 54 kassiert. Bei 30 Spielen im Vergleich zu den anderen Teams, die ich mir angeschaut habe, spricht das für eine gute Abwehr eigentlich, muss man sagen. Gleich auf den ersten Blick mehrere Teams, die über dem SSV stehen, die deutlich mehr Gegentore haben. Sie, ja, sagt aber auch aus, dass es vorne nicht läuft. Ja. Also der Sturm muss liefern und so leid es mir tut, gerade oder auch gegen den Tabellenführer muss eine Top-Leistung her. Die aktuelle Form spricht aber so gar nicht für den SSV. Ein Sieg, ein Unentschieden und dann drei Niederlagen am Stück. Ja. Genau, die Kickers kommt mit einer breiten Brust, stehen auf dem ersten Platz, 76 Punkte, haben 11 Punkte Vorsprung und das haben wir vorhin auch festgestellt. Mit einem Sieg wären die Kickers einfach Meister in der Oberliga und ich glaube, es gäbe für den SSV Reutlingen nichts Schmerzhafteres in dieser Saison, wenn die Kickers in Reutlingen Meister werden. Du hast vorhin gesagt, Ulm hat es mal geschafft. Ich glaube, das war mindestens genauso schmerzhaft. Ah, nee, das war, glaube ich, sogar deutlich noch schmerzhafter. Das war schmerzhafter, ja. Also, der SSV wird alles dagegen setzen, dass das wieder passieren wird. Das Torverhältnis lässt sich ordentlich sehen. 99 geschossene Tore, 14 kassiert. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und ich habe gedacht, 100 Tore geschossen gibt es nur irgendwo in der Kreisliga. Das ist der Wahnsinn. Ich finde das für mich... Kickers ist dann wahrscheinlich sogar zu Recht auf dem ersten Platz, wenn man ein solches Torverhältnis hat und eine solche Runde spielt. Genau, bei 8 Duellen insgesamt konnte der SSV noch nie gewinnen. 3 Unentschieden, 5 Siege für die Kickers, zumindest seit dem Januar 2012. Das soll es dazu gewesen sein, zum absoluten Topspiel in der Oberliga bei unseren Spitzenteams. Beziehungsweise zum absoluten Topspiel kommen wir jetzt erst und da blicken wir mal in die Landesliga. Genau. Zum TSV Ofterding und dem SV 03 Tübingen. Und das Ganze findet am Wochenende in Ofterding statt. Und ich habe mal kurz auf die Heim- und Auswärtsbilanz bei der Mannschaften geguckt. Und Ofterding ist nur die 8. beste Mannschaft daheim, also struggle zu Hause. Der SV 03 holt aber auswärts auch nichts. Nichtsdestotrotz ist es auch ein Derby. Ein heißes Landesliga-Duell. Und beide Mannschaften stehen auf einem Relegationsplatz. Einmal oben, einmal unten. Also es hat einfach was. Ich muss dich korrigieren. Der SV 03 steht vor der Relegation mittlerweile. Erwischt. Aber es sind nur 2 Punkte Vorsprung. Also es ist alles sehr, sehr eng in der Landesliga, zumindest unten. Wie gesagt, SV 03, 11. Platz, 35 Punkte, 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, beziehungsweise auch auf den direkten Abstiegsplatz. Sind es genauso nur 2 Punkte, es ist sehr, sehr eng. Tordifferenz, 44 zu 38 Tore. Und mal als Vergleich, Ofterding spielt um den Aufstieg und hat ein Torverhältnis von 49 zu 45. Irgendwie, das ist komplett... Es dürfte nicht sein, es darf irgendwie nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Die aktuelle Form beim SV haben jetzt einen Sieg eingefahren, davor eine Niederlage und dann 3 Unentschieden gehabt. Bester Schütze, wie glaube ich irgendwie gefühlt jedes Jahr, Mohamed Afawi, 13 Tore. Gleich viele wie Yannick Schmidt von Ofterding. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ich habe mir die anderen Mannschaften nicht direkt angeschaut, aber ich glaube, was die Härte angeht, ich glaube, das werden beide Mannschaften nicht vermissen lassen. 68 gelbe Karten für Ofterdingen, 73 für SV 03. Einmal gelb-rot Ofterding und dreimal rot in dieser Saison. Das klingt eigentlich nach typischen Ofterdinger Kartenverhältnissen tatsächlich. Ja, glaube ich auch. Und SV 03 hat bis jetzt dreimal gelb-rot gesammelt. Also ich glaube, wir werden Zweikämpfe sehen. Wir werden ein hitziges Spiel erleben, weil auch beide müssen, beide wollen und beide werden. Und wenn wir kurz die Historie anschauen, 21 Spiele gab es bisher. 4 Siege Ofterdingen, 5 Unentschieden und 12 Siege für den SV 03 Tübingen. Also... Ich weiß nicht, wie man jetzt dieses Ganze hin und her deuten soll. Die einen haben ein besseres Torverhältnis, die anderen stehen in der Tabelle viel weiter oben, spielen eine bessere Saison, eindeutig. Andererseits hat SV 03 das Hinspiel deutlich mit 4-0 gewonnen. Ich tue mir da schwer, irgendwie einen Tipp abzugeben. Ich sage, das Spiel gewinnt Ofterdingen mit 4-2. Okay. Es wird torreich, weil, wie gesagt, beide müssen, beide wollen und beide werden. Und ich glaube auch, beide kommen eher über die Offensive als über die Defensive. Man hat einfach vorne drin eine Qualität, glaube ich, die man hinten nicht so hat. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es torreich sein wird. Mit einem besseren Ende für den TSV Ofterdingen. 4-2 geht es meiner Meinung nach aus. Ich denke tatsächlich ein bisschen anders. Und auch gerade, als wir darüber gesprochen haben und ich dir zugehört habe, dachte ich so, ja, vor der Saison hätte auch keiner gesagt, dass Ofterding vor SV 03 steht in der Tabelle. Dass das jetzt nach 26 bzw. 27 Spieltagen derartig deutlich ist, das ist eben der Fußball. Der TSV Ofterding hat eine Bombenhinrunde gespielt. Klar, so die Euphorie des ersten Jahres nicht nur mitgenommen, sondern etabliert. Aber jetzt in der Rückrunde
sehe ich sie schwächeln und schlussendlich ist es für SV03 wichtiger. Ich gehe mit einem 2:1 für die Tübinger. Es bleibt spannend, es bleibt interessant. Beide Teams brauchen diesen Sieg. So viel zum Topspiel. Ich glaube, es gibt sonst nicht mehr viel zu sagen. Unsere Tipps haben wir abgegeben. Wir kommen zur Rubrik und es ist wieder mal ein Pfiff der Woche. Und in diesem Falle blicken wir nochmal zum Topspiel in der Oberliga. Zwischen dem SV Reutlingen und den Stuttgarter Kickers. Diese Partie wird nämlich geleitet von Manuel Bergmann und seinem Schiedsrichtergespann Matthias. Genau, Schiedsrichtergespann an der Linie Martin Traub und Jessica Bergmann. Die beiden werden ihn assistieren und ihn unterstützen. Aber ich glaube, wir haben uns vorhin angeschaut, der Manuel Bergmann hat schon ordentlich was vorzuweisen. Ich meine, der hat, also wie viele Spiele hat er auf dem Buckel schon? Regionalligaspiele? Ja, oder insgesamt? 254 zähle ich hier. Okay, also man merkt, 254 Spiele seit der Saison 2011-2012 ist genau. Er schon an der Trillerpfeife aktiv. Hauptsächlich Regionalliga, eine Saison hauptsächlich Oberliga, da waren es 23 Spiele in der Oberliga und ansonsten pfeift der Mann sehr hochklassig. Ja, ich glaube aber, der Mann, wir haben es gesagt, viel Regionalliga gepfiffen, der Mann hat Erfahrung, der Mann wird das Ding sehr, sehr gut leiten und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass so ein erfahrener Mann da auf dem Platz steht und das Spiel an sich reißen wird und irgendwie alles unter Kontrolle hat. Seine Kollegen Martin Traub, Jessica Bertmann, kommen wir erst zum Herrn Traub, viel Landesliga gepfiffen, die letzten beiden Saisons, jetzt aber auch vor allem Verbandsliga und ich glaube, Schiedsrichter zu sein, Schiri ist Schiri. Mhm. Allererster Linie mal, egal welche Liga. Genau. Und vor allem als Linienrichter, ich glaube, der Mann wird auch seine Sache sehr, sehr, sehr gut machen. Und ich habe bei der Frau Bergmann, Jessica Bergmann, auch gar keine Zweifel, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Landesliga war bisher und sonst sehr viel Bezirksliga seit der Saison 2015-16, habe ich auch keine Zweifel, dass sie ihre Sache gut machen wird. Ich glaube, das ist mir persönlich ein Anliegen. Da geht der Aufruf nach Reutlingen bzw. auch nach Stuttgart an die Fans. Lass die Schiedsrichter in Ruhe. Ich glaube, die Fans tun sich da schwer, da vielleicht den Schiri in Ruhe zu lassen. Die Jungs und Mädels werden es sehr, sehr gut machen. Ich bin nicht von überzeugt, der hat die Erfahrung, der hat bestimmt auch die Ruhe in so einem Spiel. Der wahrscheinlich Mann, wurde er auch bewusst gewählt, glaube ich, weil auch. Es ist ja auch eine Partie, wo es auf gut Deutsch gesagt Stress geben kann außen herum. Wird es auch, glaube ich, geben. Ja. Wird es auch, glaube ich, geben. Wir kommen da nicht drum herum. Aber trotzdem, dass der Schiedsrichter einen sehr guten Job machen wird. Und ich glaube oder hoffe, dass die Fans sich beherrschen können, auch die Spieler auf dem Rasen, weil ich weiß, für beide Mannschaften geht es um was. Die Kickers wollen Meister werden, am besten natürlich bei einem großen Rivalen wie SSV Reutlingen, das hat schon Geschmäckle. Natürlich. Und der SSV, die Reutlinger wollen halt unten raus, deswegen will man auch alles reinwerfen und will absolut nicht die Kickers Meister werden lassen im eigenen Stadion. Also aus Reutlingen Sicht kann man schon sagen, da spricht einiges dafür, erstens Kickers nicht Meister werden zu lassen, weil, wie du vorhin gesagt hast, Kickers hat 11 Punkte Vorsprung. Also die können auch noch in 2-3 Wochen Meister werden. Das wird denen wahrscheinlich keiner mehr wegnehmen. Der SSV hingegen ist im Abstiegskampf. Dann auch noch so eine Mannschaft bei sich, einen Titel erneut, so einen Gegner, einen Titel feiern sehen zu müssen, das muss nicht sein. Also aus Sicht der 05er muss da alles reingeworfen werden. Das denke ich auch. Und allzu viel gibt es nicht mehr. Wir sind eigentlich bei unseren Streams angekommen, aber in dieser Woche bzw. in diesem Wochenende gibt es gar keine bei uns. Wir haben aber Bock und sind auf jeden Fall in der Planung für weitere Streams. Wir lassen euch nicht im Stich und halten euch auf dem Laufenden. Wer weitere Infos dazu haben möchte, gerne auf Instagram vorbeischauen. MatchReport Fußball, aber auch MatchReport oder MatchReport Zollernalb. Wer aus der Region vorbeikommt oder sich dafür interessiert, auch da vorbeischauen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen, außer lasst ein Abo da, wer das noch nicht gemacht hat, es freut uns sehr. Lasst auch gerne einen Kommentar da und schreibt uns in die Kommentare, zu welchem Spiel ihr gehen werdet oder vielleicht welches Spiel wir vergessen haben. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei, da sind wir regelmäßig am Start, sei es montags zum Stammtisch oder mal für andere kuriose Sachen. Oder zweite Gelbe, da können wir auch mal kurz erwähnen, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu verlieren. Selbstverständlich, zweite Gelbe, mein YouTube-Kanal gemeinsam mit Luca Hofmann. Und da geht es natürlich um Top-Fußball, internationaler Fußball, Profifußball im Allgemeinen. Und da findet ihr auch immer zweimal die Woche ein YouTube-Video. Wir sind auch bald wieder mit einem Audio-Podcast, bald meine ich sogar sehr zeitnah, wieder am Start. Und gerne auch kurz bei Zweite Gelbe vorbeischauen, den Kanal abonnieren, liken und uns gerne auch reinschreiben. Ich werde nämlich demnächst auch eine neue Rubrik starten, in der ich ein bisschen mich darauf konzentriere, Krisenmannschaften möglicherweise helfen zu können, indem wir gemeinsam analysieren,
wie das passiert. Sehr gut. Und ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns aller spätestens nächste Woche. Selbe Uhrzeit, selber Kanal, selbe Plattform. Macht's gut, Freunde. Bis dann.